In diesem Video werden der Aufbau und die Funktion der Bandscheibe thematisiert. Die Bandscheibe Discus intervertebralis kann in zwei Teile unterteilt werden: den äußeren Faserring, Annulus fibrosus, und den innenliegenden Gallertkern, Nucleus pulposus. Der Annulus fibrosus ist wie eine Zwiebelschale in viele Schichten aufgebaut und man unterscheidet eine äußere und innere Zone. Die äußere Zone besteht aus einer bindegewebigen Hülle, die aus konzentrischen Lamellen von Typ 1 Kollagenfasern aufgebaut ist. Sie strahlt in Deckplatte und Randleiste der benachbarten Wirbelkörper ein. In der inneren Zone des Annulus fibrosus geht das straffe Bindegewebe ohne scharfen Übergang in ein faserknorpeliges Gewebe aus Typ 2 Kollagenfasern über. Der Nucleus pulposus ist ein zellarmes Gewebe, welches ein hohes Wasserbindungsvermögen besitzt. Der Wasseranteil liegt zwischen 80% und 85%. Durch den entstehenden Quellendruck setzt der Nucleus pulposus den Annulus fibrosus unter Spannung. Das bedeutet, der Nucleus pulposus verschiebt sich innerhalb der Bandscheibe je nach Beugung bzw. Streckung und gleicht somit die Druckunterschiede zwischen zwei Wirbeln aus. Der Nucleus pulposus enthält darüber hinaus wenige Fibroblasten und Fasern aus Typ 2 Kollagen. Allgemein befindet sich die Bandscheibe, wie der Name Discus intervertebralis schon vermuten lässt, zwischen den Wirbelkörpern, mit denen sie fest verwachsen sind. Sie verbinden die Wirbel flexibel untereinander und tragen zur Beweglichkeit bei. Die Bandscheiben machen ca. 25% der Gesamtlänge der präsakralen Wirbelsäule aus. Die Höhe der Bandscheiben liegt zwischen 5 und 13 mm. Die Bandscheiben der LWS sind einer höheren Belastung ausgesetzt als die der HWS und daher kräftiger gebaut und mehr als doppelt so hoch. Mit zunehmendem Lebensalter reduziert sich die Höhe der Bandscheiben. Entsprechend der Krümmung der Wirbelsäule weicht die vordere oder hintere Kantenhöhe von der zentralen Höhe ab. Im Bereich einer Lordose ist die ventrale Kantenhöhe größer als die dorsale. Bei der Kyphose verhält es sich umgekehrt. Dadurch erhält die Bandscheibe in der Sagittalebene eine keilförmige Gestalt. Die Disci intervertebralis wirken durch ihren Aufbau mit dem wasserreichen Nucleus pulposus und dem derben Annulus fibrosus als eine Art Wasserkissen und können so verschiedene Funktionen erfüllen. Bei Belastung steht der Nucleus pulposus unter sehr hohem hydrostatischen Druck. Diesen Druck fangen die Deck- und Bodenplatten und der Annulus fibrosus ab. Dadurch entsteht eine Art Wasserkissen, das als Stoßdämpfer und für die gleichmäßige Druckverteilung verantwortlich ist. Durch die Ausdehnung der Zwischenwirbelscheibeln nach außen bei Druckeinwirkung kann der Druck auf die Wirbelsäule vermindert und gleichmäßiger verteilt werden. Die Bandscheiben limitieren aber auch den Bewegungsumfang durch die Fixierung der Zwischenwirbelscheiben am Wirbelkörper. Die Ernährung der Bandscheiben erfolgt fast ausschließlich über einen Ein- und Ausstrom von extrazellulärer Flüssigkeit aus dem Annulus fibrosus, der nur in den äußersten Bereichen über kleine Blutgefäße verfügt. Der restliche Teil der Bandscheiben ist somit gefäßfrei. Der Ausstrom der Flüssigkeit aus dem Nucleus pulposus findet vor allem tagsüber während Druckbelastungen statt. Dadurch nimmt die Dicke der Bandscheiben im Laufe des Tages bis zu 1 mm ab, was eine Abnahme der Körpergröße von bis zu 2 cm am Abend erklärt. Während nächtlicher Entlastungsphasen kommt es zu einer Rehydrierung der Bandscheiben.